Baby-Elefant gesehen eben. Baby-Elefant? Das ist doch toll. Läuft bei mir auch wieder. Dachte schon, wäre jetzt irgendwie abgeschmiert bei mir. Ah, oh, kommen wir schon wieder von der Grünen Volkspartei hier. Grüß Gott. Nee, war noch ein Zeuge Jehovas. Wenn nicht, fahre ich gleich mal hoch zu einem Schleimbäumchen. Gucke, was meine Schleimbäumchen so machen. Findest du mich mit meinem Schleimbäumchen? Ganz schön schleimig. Das ist Philly, eine Schlange. Grüß dich. Die ist ja lieb. Die beißt mich gar nicht mal. Heißt die? Philly. Pippi oder Philly. Ist auch so ein Philly. Ja, Phoebe. Oh, toll. Ist doch ein schöner Name, Phoebe. Toll. Wie toll. Einmal um die Ecke rum. Ich habe gar nicht meine Laufschuhe an. Okay. Das erklärt natürlich einiges, warum ich so langsam bin. Bist also irgendwo in der Nähe von Tempo her. Oh, da bin ich schon weit, weit weg. Oh. Du bist auf große Also ich habe Entdeckungsreise, nur. ja? Ja, aus der Not heraus. Also ich habe aber ein paar Sachen westlich von Tembur im Atlas markiert. Also da könntest du mich dann finden. Oh, ich guck doch mal rein in den Atlas. Ist doch gar nicht der Atlas. Wo ist denn Atlas? Da, da ist Atlas. Ja, ist halt der Gute, wenn wir halt nur einen gemeinsamen großen Atlas haben. Ja, auf jeden Fall. Da ist Lord Lorien. Das ist einfach eine Sache näher. Da ist Tembua. Burg Dann Tembua. mal weiter nach links. Bist du nach Norden gegangen, ja? Nee, weiter, also offen Achso, da, da ist was markiert, da. im Westen immer. Packeis. Packeis, genau, die Ecke. Holzturm. Okay. Sehr interessant. Der Holzturm ist leider unbewohnt gewesen. Hat er schon aufgegeben. Kann ich ja. War draußen. Wer will da schon wohnen? Das haben wir noch nicht erforscht. Das ist ein Zauberstil. Was ist denn hier? Tomatoo. Note in a Jar. Warum gibt es das hier nicht? Ist der flüssige Tod? Habe ich das total Verkehrtes gemacht? War doch hier irgendwo drin, oder bin ich einfach jetzt so blöde? Ballende Gläser, Glas der Leere, das haben wir auch schon erforscht. Doch bei Taumkraft mit dabei. Not in the Jaw. Die ganzen Artefakte, das ist nicht mit dabei. Ist Was ist das denn hier? Dunkelmagnet. Okay. Runenschilderweiterung. Ein höllischer Ofen. Knochenbogen. Großes Schwert. Gehirn im Glas habe ich gefunden. Toll. Gehirn im Glas, okay. Verbotenes Wissen. Kolemantik. Ja, ich glaube, Habt dann ihr schon was. mal Krokodile gesehen hier? Ja. Pass Ein auf, dass es dich Bekanntschaftsgebiet. nicht beißt. Und Schildkröten habe ich hier. Ja, Schildkröten haben wir auch schon gehabt. Hier war das. Oh Mann. Hier muss ich weiter forschen. Nodien halt. Glaube, ich habe es gefunden. Brauche jetzt. Was brauche ich? Ich brauche erstmal eine andere Taskleiste. Hier ist er fürchterlich. Zack. Mal diese Leiste und dann brauchen wir
Ich habe noch auf Zeugs hier drin. Ich muss das erstmal hier umpacken. Es geht auf keine Kuhhaut hier mehr. So. Sachen packe ich erstmal hier rein. So. Dann gehe ich doch mal dahin, wo der Schmersch ist. Dann macht mich schon wieder neugierig. Dann kommen wir mit Taschen voller Geld und Kisten voller Gold und Edelsteine wieder zurück. Wie Bilbo Beutlin. Ich kenne den doch. Im Moment ist es nur Fleisch und Bemuster. Sonst alles da. Hätte ich jetzt auch gesagt. Haben wir noch Papier hier irgendwo? Jawohl, Papier haben wir auch noch. Ich kenne auch den Schmersch. Wo ist mein Buch? Da. Ich hab was Verkehrtes erforscht. Den Nolienhalt habe ich jetzt erforscht. Das ist doch schön. Was macht man jetzt mit einem Nolienhalter? Rumnudeln wahrscheinlich. Flup. So. Ein bisschen für später aufheben, ne? So schön. Mal gucken, ist das Rätsel schwer oder leicht? Oh Gott. Von Eule nach Dingbums runter. Ich habe einfach Hunger. Hunger, also was wird denn da Hunger wieder gemacht? Ist auf jeden Fall dann beim Schmersch. Guck, was der da macht. Hunger ist Victus und Vacuus. Victus und Vacuus. Okay. Victus, das Leben. Oder Vacuus. Nee, das ist Chaos, das wollen wir nicht. Das war Vacuus. Nee, das war's nicht, das sieht komisch aus, okay? Das war Vacuus. Da. Leere. Das ist gut. Und von der Leere können wir jetzt über Luft gehen. Luft ist gut. Das geht auch über Luft. Hey, super verbunden. Ich kann was. Hier oben habe ich jetzt eine Eule. Dann gucke ich mal, wo der... Da können wir auch über Standardelemente gehen. Das ist gut. Dann gehen wir darüber. Dann gehen wir wieder darüber. Das funktioniert. Dann nehmen wir wieder eine Kerze. Dann nehmen wir wieder sowas. Boah. Ohne zu filzen habe ich nur Notiz. So, Hammer. Nudienhalter habe ich jetzt gemacht. Und da kommt die Nut in den Jar. Jawohl, ich habe sie gefunden. Nudienhalter. Nudien-Erhalter. Oh Mann. Man sollte lesen können. Ich fasse es ja nicht. Den Nudien-Erhalter. Hast du den schon erforscht, Schuki? Oh, das weiß ich nicht. Muss ich gleich mal gucken. Und dann können wir die Dingpunkt machen, die die Not-Energy. Ich war auf einem total verkehrten Dampfer, würde man sagen. Und hier krabbelt er schon wieder irgendwo schon wieder Spinne rum. Ich fasse es ja nicht, ey. Eine ekelhafte Spinne schon wieder hier. Also das Schöne ist ja, bei Taubenkraft diese ganzen Rätsel zu lösen. Das hat doch was. Boah, mir sind gerade so ein paar Idioten begegnet. Die sind lustig hier. Was für Idioten? Ach, bin hier na, diese komischen Geister. Komischen Geister? Ja, in der Nähe von der Mühle waren die mal. Ach so. Ja,
Bekloppten. Das können wir auf einem einfachen Wege hier wieder machen. Geht mir überhaupt. Na, bombastisch. Sag mal das Ganze nochmal so. Sag mal das Ganze so. Ja, haben wir das schon mal verbunden. Ich bin gut. Mal hier unten auch nochmal so. Über die Standardsinge. Dann können wir uns gleich mal so eine Not mal einfangen. Halt verkehrt. Die Kralle war über das Ding jetzt gegangen, ne? Genau. Das war jetzt die Leere. Die Leere. Das, was ich immer auf der Arbeit habe, die waffenlos wäre. Durchverbunden. Ich bin ja so gut hier im Rätselraten. Das macht mir Angst. Das kommt jetzt austauschen. Das ist mit Ordo was. Ordo habe ich doch nicht mehr so viel. Oder Perditio. Perditio. Chaos. Gehen wir darüber, was Perditio. Wer mag jetzt noch was mit Perditio machen? Dahin. Nein, ich sagte dahin. Ich fasse es ja nicht. Ja, mit Gelum. Gelum habe ich auch nicht so viel, das ist doof. Können wir über Mortus, über den Tod gehen? Ja, lass uns über den Tod gehen. Wir gehen jetzt über den Tod. Das ist Untot. Wo ist mein Tod? Da, Mortus. Pling. Und dann wieder Perditio. Pling. Ich fange jetzt auch demnächst an zu streamen, Smash. Cool. Perfekt. Boah, mal sehen, was da rumkommt. Immer gucken, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall. Hast du denn schon mal für deine Stream-Sachen mal Spenden bekommen? Nee, auch noch nicht, ne? Nee, aber ich habe bisher auch so selten gestreamt. Live auf Twitch, also das Tempo macht das ja regelmäßig. Aber irgendwie, ja, theoretisch könnte ich. Ich hatte neulich zwar mal was laufen, aber auch nur so testweise, weil mich interessiert hat, ob das überhaupt noch funktioniert bei mir. Weil ich irgendwann auch mal Probleme hatte mit Twitch und dann hatte Tembo in letzter Zeit auch hin und wieder mal Probleme. Aber heute läuft es komischerweise. Wundert mich. So. Aber Spendengelder sind noch keine. Bei mir auch nicht. Das ist alles noch ganz ruhig. Manche, die sahen ja da ganz schön ab, ne? An Spendengelder. Wenn er ja richtig guten Namen hast, klar. Komme ich mir über Vakuus irgendwo dahin, wo ich hinkommen will? Oh. Ja, wenn man da sich ein zweites Standbein mit aufbauen kann, muss erstmal einen Namen, das ist schon klar. Jo. Sonst wird halt nichts. Okay, der Motus. Oh, jetzt hänge ich hier wieder ein bisschen wieder fest. Das ist. Feuer und Flamme. Perditio. Gelum habe ich gar nicht. Gelum kann ich aber herstellen. Und Perditio. Mal ein paar herstellen. Ich da mit der Flamme drin.
Aber irgendwas passt hier noch nicht. Warum nicht? Warum passt das nicht? Muss ich da so rangehen? Ach, da nicht. Irgendwas passt hier noch nicht in meinem Repertoire. Irgendwas will er nicht. Ich weiß aber nicht was. Ah, hier müssen wir das Feuer hinpacken. Da. Jawohl. Ich habe wieder eins gelöst. Das sind alle für Snapes Zaubertränke. Mhm. Ja. Professor Snape, ne? Genau so. Jetzt kann ich Nudien in Glas? Glas? Braucht Glas? 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 Und wie viel Glas brauche ich denn da? 9? 18? 26 Glas brauche ich. 26. 26. Oh, dann streng dich mal an. 26. Oh, ja. Ich gehe jetzt mal kurz rüber in die Küche. Nehme mir den Quergang. Der Schmerzer noch weiter auf Entdeckungstour? Ich komme auch gleich. Ja, ich bin noch jetzt nicht so weit voran. Ich habe einen Dungeon gefunden, den ich nicht reingehe, sondern mich da erstmal ein bisschen häuslich niederlässt, ja. Kleine Basis, ja. Ich packe das Ei jetzt hier rein. So, weil das brauche ich hier nicht. Jetzt weiß ich, was ich bei mir noch installieren wollte. Einen schönen Soundmod bei mir nochmal. Wie ich in 1.10 hatte. Das war doch echt klasse. So mit, ich erinnere mich. Mit Meeresrauschen und was weiß ich nicht alles. Oh ja, so, so. Okay, dieser. Jetzt habe ich Licht hier unten in den Bergen. Auch merkwürdig in der Halle. Der Schädel hat ein paar kleine Probleme. Also ich den Regen ein bisschen besser. So, Glas. Das heißt, ich brauche ganz viel Glas. Jo. Das dazu. Das wird dann heute wohl auch nichts mehr werden mit Not in a Jar. Mal gucken. Mal Lust gehabt, das mitzunehmen. So, dann werde ich einmal hier ein bisschen Gras brennen. Wo ist Schuki? Die ist erstmal in der Botanik. Guckt sich gerade schöne Ecken an. Okay. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich den Schmersch finde. Probieren Sie mal. Dazu werde ich einmal meine tollen Sprinterschuhe anziehen. Die 5000 Meilenstiefel. Er sagt, er ist erstmal nach Tembur gegangen, ja? Jedenfalls nicht zu mir, ich bin ja Tempo 67, erst nach Tempo. Das heißt, dann müssen wir mal hier hin. Flop, und mal Sehuda. Der Shader macht die Schatten, wirft da so blöde. Sonst wäre der Shader ganz klasse. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mal rumtüfteln mal. Solange keine Kamazin-Ritter mehr gehabt. Ja, ja. Erzähl mal noch. Zum Beispiel, wie schnell sie da sind. Aura Notfeuer. Dungeon. Petit Survata. Feuer. Aura Not. Wo waren denn die Pilzkühe? Ach, da haben wir noch gar keinen Wegweiser für gebaut, ne? Wie wir da hinkommen, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Super. Dann muss ich doch halt über Tempo gehen. Genau, ich gehe über mich selber. Wie cool ist das denn? Flup. Jetzt sagt er Flup. So, jetzt bin ich mal hin in Tempo. Recht schönen guten Tag. Ich begrüße euch. Diesen recht schönen Laden. Dann sagt der Schmerz, der ist nach
Westen gegangen. Ganz stramm immer nach Westen. Hier ist ein großes Wasser. Dann kam irgendwo so eine große Eiswüste, sagst du, ja? Hier gibt es eine Aura noch. Moment mal, stopp, die muss untersucht werden. Jetzt ist sie weg. Ist sie weg. Da ist sie. Da ist sie. Oh, das ist eine schöne Note. Die ist doch genial. Die ist doch klasse. Die muss gleich hier notieren. Hast du eine neue gefunden? Das Wasser, Feuer und Dings. Ne, Ordnung. Wasser und Erde drin. Cool. Die muss ich mir dann noch einfangen. Wo bin ich überhaupt hier? Kriegt man die denn überhaupt ein? Dafür brauchst du eine Note in the Jar. Wo bin ich denn gerade? Ach, da bin ich. Ich denke, die hast du noch nicht, Note in the Jar, oder? Habe ich aber schon erforscht. Ja, dann hast du, kannst du es ja auch machen. Aura-Note. Water. Terra. Was war das noch? Terra und... Und noch was. Ordnung. Ordo. Das hat noch was. Dann kann sie alle nämlich dann in meiner neuen Höhle kann ich sie alle befreien. Und die stärkste Not saugt die anderen alle aneinander aus. Und dann hat man eine Supernot. So, weiter geht's nach Westen. Denn der Schmerz ist weit weg bestimmt, ne? Ah, ich glaube schon ziemlich weit. Hier ist noch eine Not. Was ist das für eine Not? Cool. Das ist... Da reiche ich ihn gar nicht mehr, wa? Das ist im Dunkeln weitergelaufen, der Kerl, wa? Also auf dem Atlas und dann immer weiter Richtung... Ja, wie lange bin ich gerannt? Ja, eine halbe Stunde. Du hast eine halbe Stunde Vorsprung, ja? Ich bin jetzt hier in so einem Schneebiom. Oh, ist mal kalt. Der Vorteil am Schneebiom ist, du siehst die Gegner hoch, richtig schön. Hier ist auch eine Aura noch. Wie sieht denn? Ja. Da ist sie. Die hat Luft. Okay, kann man ja mal machen. Bin ich jetzt? Da bin ich. Aura Not. Luft. Auch gemacht. Oh, läufst du streng nur in Richtung Osten? Westen. Ja, Westen meine ich ja. Also klar musste ich hier und da mal mich ein bisschen der Gegend anpassen, aber ansonsten bin ich immer ziemlich geradeaus nach. Okay. Hier. Noch eine Aura-Not. Hallo, was hast du? Luft und Perdizio oder was? Kann ich nicht richtig lesen. Oh, hierhin gibt es ja Aura-Nutze, gibt es ja keine. Das ist ganz gut. Oh. Wo bist du denn da? Ganz weit weg. Aura-Not. Perdizio war das. Feier? Toll. Was war das noch? Feier. Und er. So weiter geht, hole ich den Schmerz nie ein. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Oh, süß, ein Apfelbäumchen. Hier war ich noch nicht. Oh, hier kann ich schnell durchlaufen. Hier ist der Schmerz schon durchgelaufen. Im Schneebüro möchte ich nicht wohnen. Nicht, weil es kalt ist. Auf dem Schnee siehst du jeden Dreck.
Ich möchte da nicht wohnen, mir ist da zu kalt. Aber das erinnert mich an die alte Welt. Da hatte ich auch, wohnte ich ja auch im Schnee. War schön. Ich bin noch so weit weg, ey. Gibt's ja gar nicht. Hier kommt jetzt das Packeis. Skorpione, toll. Super Schmersch. Ja. Aua, geh Skorpione weg. sind da. Wo ist er denn? Skorpi, 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 Skorpion. Was? Wie? Wo? Wer? Was? Geh weg. Ach, Papa kommt auch, gut. Wo ist der Skorpion? Das ist hingefallen. Kuckuck. Was? Irgendwas aufgesammelt? Chinesische Alba, die habe ich hier. Na toll, super. Baby-Skorpion, süß. Okay, Freunde, ich habe keine Zeit für euch. Ich muss weiter. Ich muss Richtung Westen. Ah. Guten Tag, Herr Krieger. Geht's Ihnen gut? Jetzt geht's ihm besser, ich weiß. Mal wieder erlöst. Ja, er kränkelt mir so sehr rum, weißt du. Da habe ich gedacht, Das muss ja nicht sein. der sah nicht mehr so gut aus. Creeper sind aber so schöne Monster. Ich finde die Bild schön. Brauchen wir Aura Notes? Was haben wir hier drin? Nein, die brauchen wir nicht. Hier hinten gibt es ja Aura Notes, das ist ja genial. Hier gibt es Aura Notes en masse hier hinten. Wasser in Ordnung haben wir auch schon. Cool. Man sollte im Schneebiom auf Auernotsuche gehen. Die findet man am besten. Ist auch wieder irgendwo eine. Sehe ich jetzt wieder nicht. Da ist sie. Braucht man auch nicht. So. Er ist ja ein riesiges Schneebiom. Nicht, dass der Schmerz unterwegs erfroren ist. Ich gehe mal kurz auf mein Schokoladenbiom gleich, ne? Das war mir klar. Hui, das war aber gerade glatt. Ich bin beinahe auf den Hosenboden gesetzt. Ist ein riesiges Schneebiom. Sind bei deinem Auto auch schon Winterreifen drauf? Ist das gestern? Ist das Ich gestern? habe Allwetterreifen. Was ist das denn Ich hier? denke, beim nächsten Mal werde ich mir auch Allwetterreifen nehmen, weil Ja, ist auf jeden Fall so viel besser. fahre Sparst ich eine Menge nicht. Geld mit. Hier ist irgendwie so eine komische Laterne, die hier steht. Hast du die auch gesehen, Schmersch? Eine Laterne. Ja, eine Gartenlampe, die ist aber aus. Wo seid ihr denn da? Bin ganz weit im Osten irgendwo. Kann ich auch nicht einschalten oder sowas. Also im Osten seid ihr, ja? Nee, im Westen, Entschuldigung. Ich bin hier, aber ich bin bei ganz vielen Piepsis gerade. Witzbold. Was hast du denn? Also von unserem Wohnhaus Richtung Westen, ja? Ja, bin ich aber nach Temburg. Mich teleportiert, dann geht es noch weiter. Aber ich bin jetzt nördlich von deinem Holzturm. Also gehe ich mal Richtung Süden, mal, ob ich den finde. Du bist immer noch Richtung Dingmund unterwegs, ja? Immer Richtung Westen. Westen. Eisspinne. Denn hier ein Turm? Hat der Kind hat hier einen Turm gesehen? Jetzt bin ich gleich da. Okay. Wo ist der Turm? Das ist hier eine Baumspitze, was ich hier sehe, aber kein Turm. Okay, da unten ist ein Wald. Drei Hexen, boah, ist das rotzefies hier. Ja, die hau ich jetzt mal alle platt hier. Patsch. Patsch. Oh, die gerade noch eine Warze auf der Nase. Wie fies ist das denn? Das ist heutzutage ein Schönheitsideal.
Schönheitsidealen. Du warst auch mitten auf der Nase. So, jetzt bin ich hier. Das ist ein angrenzender Wald. Aber ich sehe keinen Turm. Ich sehe hier keinen Turm. Wo hat der Schmärsch hier einen Turm gesehen? Turm war mit dem X markiert. Also du hast dich erstmal nach Tembor hin teleportiert, genau. Oder was? Genau. Das ist eine einzelne Insel. Aber ich sehe hier keinen Turmschmärsch, keinen einzigen. Nicht mal einen halben. Es könnte auch mal Tag werden. Ich will die Sache ungemein erleichtern. Ja,